Nächstes Thema. Angeleint und zum Sterben zurückgelassen. Das ist wirklich unvorstellbar. Vor knapp einer Woche wurde Schäferhündin Angel total verwahrlost aufgefunden. Während die Polizei nach den Tierschändern sucht, haben Angels Tierpfleger ein kleines Wunder vollbracht. Was hat man dieser Hündin nur angetan? Dem Tod näher als dem Leben hat die Polizei diesen Schäferhund gefunden. Angeleint an einen Pfahl, zitternd, kauernd, verletzt, verängstigt, verlassen. Die Mitarbeiter des Raststatter Tierheims haben schon viel Elend sehen müssen. Der Anblick von Angel ließ ihnen den Atem stocken. Der Hund war lebensbedrohlich verwahrlost. Hier sieht man noch mal genau, hier ist er komplett kahl. Hier wurde die Liegeschwiele entfernt, auf der anderen Seite, wo sie jetzt liegt, natürlich auch. Es ist keine Muskulatur vorhanden, die Knochen stehen überall raus. Doch Angel möchte leben. Sie kämpft. Als die Hündin ins Tierheim gekommen ist, hatte sie noch Angst vor Menschen. Jetzt vertraut sie ihren Pflegern mit jedem Tag mehr. Mittlerweile lässt sie sogar Berührungen zu. Sie weiß, hier wird ihr geholfen. Hier sind die Menschen gut. Im Tierheim Raststadt beginnt für Angel ein neues Leben. Ihr altes muss die Hölle gewesen sein. Also ich denke, dass er über einen sehr langen Zeitraum nur sehr, sehr wenig Futter bekommen hat. Gerade so, dass es gereicht hat, um den Hund am Leben zu halten. Es kann natürlich schon sein, dass er eingesperrt war auf kleinstem Raum und sich auch nicht bewegen konnte. Das spricht dafür, dass die Muskulatur also wirklich total abgebaut ist. Es ist keine Muskulatur mehr vorhanden. Angel, die verwahrloste und misshandelte Hündin von Raststadt. Ihr Schicksal bewegt die Menschen. Der Hund, der tut mir so leid, weil der leidet ja total und hat völlige Schmerz. Also ich verstehe nicht, wie man dem Hund sowas antun kann. Also die Tiere haben den Schutz, unseren Schutz verdient. Die Hunde genauso wie Vögel und andere Tiere auch. Aber auf alle Fälle gehört die Menschen halt bestraft, die sowas tun. Ne? Keine Frage. Viele Menschen wollen Angel helfen. Das Tierheim bekommt extra Spenden und die Hündin erholt sich gut. Sie bekommt viermal täglich Nassfutter mit Trockenfutter gemischt. Das haut sie auch ganz schön gut weg. Und man merkt so von Tag zu Tag, wie die klitzekleinen Spaziergänge doch schon ein kleines bisschen länger werden. 2000 Euro Belohnung soll derjenige bekommen, der Hinweise auf den Tierschänder geben kann. Und im Tierheim freuen sich alle über jeden noch so wackeligen Schritt von Angel. Jeder wünscht sich nur eines: Die geschundene Hündin soll nur noch Liebe erleben.